Das Salzburger Hilfswerk ist ein verlässlicher Partner und unverzichtbarer Anker in unserer sozialen Infrastruktur. Egal, ob es um Seniorenwohnheime geht, ob es um Kinderbetreuung geht, ob es um mobile Pflege- und Hauskrankenhilfe geht, um viele andere Bereiche, die könnten wir ohne das Hilfswerk in Salzburg gar nicht abwickeln. Ich möchte mich auch wirklich sehr bedanken für die fachkundige Mitwirkung in der Pflegeplattform 2, in der wir ein ganzes Bündel von Maßnahmen auf den Weg bringen konnten für die nächsten 5 Jahre, wie Pflege besser gestaltet werden kann, der Pflegealltag für die Pflegekräfte, aber auch die Ausbildung für künftige Pflegekräfte. Das ist eine der großen und zentralen Herausforderungen. In diesem Sinne herzlichen Dank dem Hilfswerk, das in allen Bereichen für die Salzburgerinnen und Salzburger ein verlässlicher und verdienstvoller Partner ist. Seit Jahrzehnten stehen wir für pflegende Unterstützung bei sämtlichen Herausforderungen, die das Leben mit sich bringt. Doch was bedeutet es, immer dort zu sein, wo Hilfe benötigt wird? Muss man die Pflege leisten können, die Qualität muss passen. Für mich ist wichtig, wenn man anruft, dass man dann die Pflege gleich kommt und dass einfach kommt, wo man die Pflege braucht, egal wo wir sind und wie hoch oben. Ich bin froh, dass das möglich ist, dass die Körperpflege immer gemacht wird. Diesen Wünschen gerecht zu werden ist wichtig, aber nicht einfach. In den Seniorenheimen gibt das Pflegepersonal sein Bestes. Diese Leistung gehört mit mehr helfenden Händen unterstützt und anerkannt. Damit wir unsere Bewohnerinnen und Bewohner ganzheitlich betreuen können, braucht es einfach auch mehr als nur die Pflegepersonen, sprich Ergotherapeuten oder Gerontologen. Momentan kompensieren wir das alles. Ein paar unterstützende Hände mehr in unserem Pflegealltag dazu erleichtern. Wir hätten Zeit für Spaziergänge, für Aktivierungen oder einfach nur Gespräche, weil es geht ja um einen Menschen. Mangel an Pflegepersonal ist die häufigste Ursache und nichts Neues. Das Ausbildungsangebot wurde zwar ausgebaut, ist aber trotzdem für viele nicht nutzbar. Ich habe eine Familie und 2 Kinder und jetzt will ich meinen Beruf kündigen, damit ich eine Vollzeitausbildung machen kann. Wenn ich eine Aufschulung mache, fahre ich 2 bis 3 Stunden in die Stadt und das wirkt sich natürlich auf den Gehalt und auf die Arbeitszeit aus. Ist die Ausbildung erst geschafft, bleiben noch immer die Herausforderungen, die die tägliche Arbeit mit sich bringt. Nicht alle Haushalte bieten Bedingungen für eine gute Pflege. Getan werden muss aber trotzdem. Also in der mobilen Pflege sind wir natürlich extrem viel unterwegs mit dem Auto. Am Berg auf, im Sommer ist es wunderschön, wenn du schaust zu den Bergen, es ist wirklich schön zum Fahren. Eine richtige Herausforderung wäre es halt dann im Winter, wenn es frisch geschnitten hat und der Schnee weich ist und man die Schneeketten auflegen muss und dann schwitzt man schon gescheit, bis man dann beim Kunden ankommt. Bei meiner Arbeit geht es nicht nur ums Geld. Das ist eine qualitativ hochwertige Arbeit am älteren Menschen und das gehört auch gut entlohnt. Das wäre einfach fair. Sollte die Arbeit mit und für Menschen nicht oberste Priorität in unserer Gesellschaft haben? Genau diese Arbeit wird sich in den kommenden Jahren vervielfachen. Die geburtenstarken Generationen werden älter. Die Lebenserwartung steigt, während die Pflegekräfte weniger werden. Wie können wir die Versorgungssicherheit in Salzburg in den nächsten Jahren sichern?